Ich esse jetzt mal den roten Apfel. So, ich denke, wir haben jetzt alles hier auf der Seite gesehen. Und wir bewegen uns jetzt mal so langsam darüber. Da sehe ich doch schon wieder was. Da ist eine Eispranke. Und da fliegt ein Vogel hin. Da ist doch bestimmt ein Ei drin. Du wolltest doch nicht gerade etwa ein Ei legen? Flieg da wieder rein. Oder ich könnte den Vogel vernichten. Apropos Vogel vernichten. Ich höre hier was. Ja, genau. Den Vogel vom Himmel schießen. Warte mal, wo ist der? Da ist er. Ob ich den wohl rösten kann? Rösten! Was? Wow. Ist ja mal mega. Jetzt probiere ich mal den nächsten Schritt. Kann ich den mit dem Pfeil abschießen? Na, ja, wenn man da nicht hochkommt. Wow, das funktioniert ja echt gut. Wo ist der Pfeil hin? Bleibt der hier eigentlich stecken? Ja, stecken bleibt er. Na gut, dann eben nicht. Schade eigentlich. Ist hier noch was? Nö. Es kann ja nicht an jeder Ecke was sein. Obwohl hier ja schon fast an jeder Ecke was ist. Da ist eine Truhe. Genesungstrank. Na wunderbar. Oh, was haben wir denn hier? Oh, guten Tag. Mit markierten Antworten führen Handlungen weiter. Na, sieh mal einer an. Ich wusste doch, dass ich da jemanden hab herumkraxeln sehen. Was führt euch in diese Gegend, Madame? Das ist eine lange Geschichte. Wo bin ich hier überhaupt und wer seid ihr? Wer ich bin? Finn Daliris, meines Pfades Apothekarius. Sehr erfreut. Und ihr seid hier an der Sonnenküste im Süden Enderals. Woher kommt ihr? Oder wartet, sagt nichts. Ich kenne diesen Akzent. Nerim, oder? Ich... So alles nicht. Zumindest für die Nacht sollten wir... Moment. Wer ist das? Nur eine Abenteurerin auf Durchreise. Kein Grund zur Sorge also. Kein Grund zur Sorge? Wer sagt dir, dass dieses Weib nicht zu den Banditen gehört? Wir haben vereinbart, dass du mich sofort rufst, wenn irgendjemand auftaucht. Ach, und siehe da, wir leben noch. War's das jetzt, Carlos? Ich hab ein Auge auf euch. Wenn ihr irgendetwas von unserem Zeug anfasst, dann werdet ihr es bereuen. Okay, ich fass nichts an. Ich präsentiere Carbos, wie er leibt und lebt. Entschuldigt seine ruppige Art, so ist er einfach. Aber, naja. Tja. Wenn ihr nichts mehr braucht, schlage ich vor, ihr zieht weiter. Folgt hinter dem Dammhaus einfach dem Weg gen Osten. Dann kommt ihr zu einem kleinen Dorf namens Flussheim. Mhm. Ach, und hier, nehmt das. Ihr seht nämlich ziemlich kränklich aus irgendwie. Eure Augen. Ach, egal. Was? Genesungstrank einfach. Ah, was soll mit meinen Augen sein? Ich, ihr habt etwas Seltsames an euch. Besser kann ich das nicht beschreiben. Ich würde euch ja gern selbst untersuchen, aber wir haben kaum Ausrüstung da. Wenn ich also ihr wäre, würde ich in Flussheim mal einen Pater ansprechen. Vielleicht weiß der, was es mit euch auf sich hat. Okay. Was genau macht ihr eigentlich hier? Wir sammeln Kräuter. Nichts Abenteuerliches also. Aber morgen geht es wieder zurück gen Norden, zum Bund. Mhm. Ihr solltet mal vorbeischauen, wenn ihr in die Richtung reist. Jemand, der pyräische Ruinen durchforstet und das überlebt, könnte sicherlich auch den Apothekarii bei der einen oder anderen Sache helfen. Okay. Habt
ihr denn Waren zum Tauschen? Ich habe in der Ruine ein paar Dinge gefunden. Hm, ja, wieso eigentlich nicht? Zeigt mal her, was ihr habt. Vielleicht habe ich auch noch das ein oder andere, das ihr brauchen könntet. Okay. Kauft oder verkauft einen Gegenstand, indem ihr ihn auswählt und E drückt. Kaufpreise sind höher als Verkaufspreise. Durch die Namensauswahl unten könnt ihr zwischen eurem und dem Inventar des Händlers wechseln. Händlerinventare füllen sich nach ein paar Tagen wieder auf. Oh, das hört sich gut an. Wir werden jetzt erstmal unser Inventar nehmen, weil wir haben hier so ein paar Sachen, die ich gerne loswerden möchte. Jetzt hier nicht unbedingt den Bauplan. Aber. Oh, ich habe hier sogar zwei Eispranken im Moment. Cool, wo habe ich denn die alle gefunden? Zum Beispiel die Flöte verkaufe ich. Dann verkaufen wir das Hufeisen. Wir brauchen nämlich kein Glück. Karpfen lasse ich. Den Kelch verkaufe ich. Kelch eines alten Volkes. Genauso wie der Kelch eines alten Volkes. Die Kleidung. Knochenmehl behalte ich. Die Kürbisse behalte ich auch. Ich habe zweimal ein Messer. Ich weiß nicht. Ich glaube, die brauche ich nicht. Ich verkaufe sie beide mal. Metallstücke eines alten Volkes verkaufe ich auch. Was ist das da? Rolle der Wohltat. Heilt euch um 35 Punkte Lebensenergie. Da kriege ich auch kein Arkanistenfieber. Deswegen behalte ich das lieber noch. Schale eines alten Volkes verkaufe ich auch. Genauso wie das. Die Schaufel weg. Wobei, die Schaufel könnte ich eigentlich gebrauchen. Ist jetzt zu spät. Wir finden wieder irgendwann eine Schaufel. Die Schuhe verkaufe ich auch. Silberner Kerzenständer geht weg. Ich habe 4 Spitzhacken. Verkaufen wir mal 3 Stück, damit ich dann nur noch eine habe. So, weiter. Dann haben wir hier Wolfspelz. Den behalte ich aber mal. Die Zangen weg. Zauberbuch der Wohltat. Das brauche ich auch nicht. Zerschlissene Kleidung. Kann eigentlich auch von mir aus weg. Das ziehe ich auch nie wieder an. So. Hier, Genesungstrank ranzig. 10 Stück habe ich davon. Lebensenergie steigt zwar für 4 Sekunden, aber Arkanistenfieber steigt auch. Das ist natürlich so ein bisschen doof. Aber naja. So, dann wollen wir mal sehen, was er so Schönes verkauft. Ich hätte vielleicht erst durchgucken sollen. Meine Kleidung. Er hat ein paar Tränke. Er hat ein paar Brote. Wein hat er sogar dabei. Tja, es sind jetzt nicht gerade so die besten Sachen, die er hier hat. Er hätte Wein. Könnte man sich auch mal zum, weißt du, einfach mal hinsetzen und einfach dann mal einen Wein trinken. Aber nee, das machen wir jetzt nicht. So. Wissen, könnt ihr mir noch etwas mehr über diese Gegend erzählen? Puh, was soll ich euch da groß erzählen? Wir sind hier an der Sonnenküste im Süden Enderals. Eigentlich eine ziemlich friedliche Gegend, bis auf die Vatyren und Banditen, die sich hier in letzter Zeit rumtreiben. Tja, und viel mehr gibt's auch nicht zu erzählen. Zumindest meinerseits nicht. Mhm. Am besten ihr fragt in Flussheim nochmal die Einheimischen. Die haben sicher die eine oder andere Geschichte auf Lager. Okay. Wissen über Enderal sammeln. 1 von 30. Verstehe, und gibt es Orte, die für einen Abenteurer von Interesse sein könnten? Abenteurer? Wenn ihr mich fragt, solltet ihr erstmal zusehen, dass ihr wieder gesund werdet. Aber ja, da gibt es einige. Zum Beispiel die alte Dreiflusswacht, gleich hinter dem Felsbogen. War mal ein alter Handelsposten, aber jetzt treiben sich da allerlei zwielichtige Gestalten rum. Und die große Ruine im Süden dahinter. Mhm, okay. Ihr meintet vorhin, ihr wärt eures Pfades Apothekarius. Was bedeutet das, eures Pfades? Hol mich doch, der schwarze Wächter. Ihr seid wirklich noch nicht lange hier, oder? Nein. Mein Pfad ist... Naja, mein Pfad eben. Aha.
meine mir von Malfas auserkorene Rolle, eine Art Berufung, wenn ihr so wollt. Ach so, okay. Wissen über Enderreiser mit 2 von 30. Juhu. Wir kriegen ja auch immer ein bisschen Erfahrungspunkte. Von Malfas auserkorene Rolle? Ihr meint, die Götter bestimmen Berufe für euch? Nicht direkt. Malfas weist uns einen Platz in der Gesellschaft zu. In der Regel den, den unsere Väter und Vorväter auch hatten. Ich schreite auf dem Pfad der Belesenen. Und daneben gibt es noch die Schaffenden, die Erhabenen und natürlich die Wegelosen. Okay. Innerhalb jeder dieser Rollen steht es uns frei, ein Handwerk unserer Wahl zu ergreifen. Aber bestimmte Berufungen, die beispielsweise ein Belesener ausführen darf, bleiben einem Schaffenden, dem nächst niederen Pfad zu dem meinen, verwehrt. Okay. Wobei niederer hier nicht bedeutet, dass er in irgendeiner Art und Weise weniger wert wäre. Mhm. Jeder hier auf Enderal tut also das, in dem er am besten ist. Und wer könnte besser wissen, was genau das ist als die Götter? Aber ist das nicht frustrierend, an irgendeine Kaste gebunden zu sein? Wollt ihr nicht, ich weiß nicht, aufsteigen? In meiner jugendlichen Torheit wollte ich das vielleicht mal, ja. Aber dann habe ich begriffen, dass ungefähr die Hälfte von allem, was auf dieser Welt schiefläuft, auf dieses Aufsteigenwollen zurückzuführen ist. Ich will in erster Linie rechten Pfades leben und meinen Teil zum Erhalt unseres Volkes beitragen, das genügt mir. Und auch nur die, die das tun, gelangen am Ende zu Malfas in die ewigen Pfade. Okay. Und wer sind diese Wegelosen? Frauen und Männer, die nie die Pfadesweihe erhalten haben oder mit ihrem Pfad gebrochen haben. Also Briganten, Glimmerstoppschmuggler, Mörder, ihr wisst schon. Wow. Auf Nerim gibt es das Gerücht, dass die Götter tot seien. Und hier gibt es das Gerücht, dass die goldene Königin eine Schwäche für Männer in Damenkleidern hat. Im Ernst, seid vorsichtig mit solchem Tratsch. Ich weiß, ihr meint das nicht böse, aber manch anderer könnte das als Ketzerei empfinden. Mhm, okay. Für mich klingt das Ganze, als versucht da jemand das Volk zu kontrollieren. Ein interessanter Gedanke. Ich nehme mal das Obere. Für mich klingt das Ganze, als versuche da jemand das Volk zu kontrollieren. Vielleicht. Andererseits ist der Pfad und die Struktur, die er dem Volk bringt, der Hauptgrund dafür, dass auf Enderal seit Jahrhunderten Frieden herrscht. Was man von eurem Land nicht behaupten kann. Was? In Ordnung, danke für die Hilfe. Ich gehe jetzt erstmal weiter. Tut das. Eine schnelle Genesung und sichere Straßen wünsche ich euch. Schreitet wohl. Carboss, brauchen wir den Destillierer morgen noch für etwas? Ansonsten werde ich das ganze Zeug mal sauber machen. Denn ich spiele. Also nein. Irgendwas passiert gerade mit mir. Finn! Beim rechten Weg, was ist denn mit euch passiert? Ihr seht ja aus, als hättet ihr den schwarzen Wächter höchstpersönlich gesehen. Ja, ich habe plötzlich so ein Fieber. Habt ihr vielleicht etwas dagegen? Fieber? Das kann vieles sein. Wartet mal kurz. Ich glaube, ich habe da noch etwas Kümmerwurz übrig. Das sollte zumindest kurzfristig eure Schmerzen lindern. Dann sehen wir weiter. Setzt euch so lange ans Feuer, die Wärme könnte hilfreich sein. Okay. Was? Jetzt brauen wir auch noch für Wildfremde irgendwelche Tränke? Naja, wenn diese Wildfremden kurz vor dem Fiebertod stehen, dann schon. Ja, wir haben da mal so einen Eid geschworen, erinnerst du dich? Den Gebrochenen helfen, den... Ach, mach einfach, was du willst. Keine Bange, Wertig. Ich will mal gucken, ob ich den ansprechen kann. Geht mir nicht auf die Nerven. Mann, ist der böse. Setzt euch so lange ans Feuer, die Wärme könnte hilfreich sein. Okay, ich setz mich. So, Kümmerwurz. Ah, hier. Mann, das ist total verschwommen alles. So, Scherkappe, ein bisschen Wasser, na bitte, fertig. Ich gebe euch jetzt erstmal... Scheiße, Finn, der Destillator!
Wow! Das wäre es doch, oder? Finn, winstig. Tropfen, da hab ich getroffen. Tut doch was, verdammt sonst! Ach je. Sag doch mal, Finn, kriegst du eigentlich auch irgendwas hin, ohne dass ich dir ständig auf die Finger schauen muss? Das hätte verdammt nochmal übel ausgehen können. Tut mir leid, in Ordnung. Wir besorgen uns in Ark einfach wieder einen neuen. Will ich auch hoffen. Scheiße, das ist doch... Verdammte. Dieser Tag wird wirklich nicht besser. Hier, trinkt das. Das wird euch helfen. Okay. Flasche entkorken und trinken. Danke. Ah, bitte, ihr seht schon besser aus. Oh. Untersuchen lassen solltet ihr das aber trotzdem am besten so bald wie möglich. Die Wirkung des Kümmerwurzextrakts lässt in ein paar Tagen wieder nach. Okay. Danke. Aber was zum Henker war das eben? Das mit dem Destillator, meint ihr? Oh, schlechte Qualität und zu viel Hitze, würde ich sagen. Aber naja, kann man nichts machen. Aber diese Explosion, diese Stimmen, das waren doch eure. Explosion? Ich glaube, ich kann euch nicht folgen. Das wäre es doch, oder? Finn Daliris starb 8234. Todesursache? Explodierender Destillator. Sehr, sehr lustig. Ich weiß wirklich nicht, wovon ihr sprecht. Vielleicht... Moment. Was war das? Was war was? Kann ich aufstehen? Komisch. Kann ich nicht. Ich hätte schwören können, dass sich da eben etwas bewegt hat. Oh, Scheiße! Was zum... Garbos! Die haben mich getroffen, Finn! Die Schweine haben mich getroffen! Oh nein! Garbos, ich... Tut doch was, verdammt nochmal! Sieh mal einer an. Unsere mysteriöse Überlebende ist wahr. Aufstehen. Was? Wo bin ich? Wer seid ihr? Jesper Mitumialdal Varek. Kurz Jesper. Ihr seid hier in meinem Lager. Und bevor ihr fragt, ja, die Banditen haben die beiden Apothekarii getötet. Ihr habt nur überlebt, weil die Wucht der Explosion euch ins Dickicht geschleudert hat. Die meisten Verletzungen sind nur oberflächlich und ich habe mich darum gekümmert. Euer Fieber ist da schon eine ganz andere Geschichte. Woher wisst ihr das so genau? Wart ihr bei dem Angriff dabei? Ich war in der Nähe. Und nein, ich habe nicht eingegriffen. Aus zwei Gründen. Nummer eins, die Banditen waren gnadenlos in der Überzahl. Nummer zwei, ich pflege eine glückliche Beziehung zu meinen Innereien. Echt? Ich wünschte, ich hätte eine heldenhaftere Antwort parat, aber die habe ich nicht. Verzeiht mir. Mein Fieber? Was wisst ihr darüber? Einiges. Ihr leidet an Arkanistenfieber erster Klasse. Wundert mich, dass der alte Apothekarius das nicht erkannt hat. Seit kurzem könnt ihr Dinge tun, die ihr früher nur aus Bardenliedern kanntet, richtig? Ihr fühlt euch ungewöhnlich stark, aber gleichzeitig schwummrig und benommen. Und das Trinken von Kräuterextrakten hinterlässt einen bitteren Nachklang in eurem Kopf? Ja, dann hängt das Fieber mit der Tatsache, dass ich plötzlich diese Dinge tun kann, zusammen? Ja, eure Magiebegabung ist in euch ausgebrochen. Ich habe zwar selbst keine, aber mit genügend Arkanisten zusammengearbeitet, um das zu wissen. Was genau in euch passiert, ist, dass euer Körper nicht mit der Magie umgehen kann. Das ist an sich erstmal harmlos, von ein paar Schwindelanfällen und Kopfschmerzen abgesehen. Unternehmt ihr aber nichts dagegen und wartet noch ein paar Monate, werdet ihr nackt und schreiend durch das Herzland rennen und Feuerbälle auf alles schleudern, was sich bewegt. Ihr werdet den Verstand verlieren, um klares Inal zu sprechen. Okay, aber das Fieber lässt sich behandeln? Ja, natürlich. Auch wenn ihr auf bestimmte Situationen immer anders reagieren werdet als Magieunbegabte. Gewisse Kräuter werden es beispielsweise verstärken oder Albträume. Aber das kann euch ein Arkanist besser erklären als ich. Also verschlimmert sich das Fieber, wenn ich... Was? Tränke trinke, schlecht schlafe?
Unter anderem, ja. So mächtig eine Magiebegabung macht, so anfällig und feinfühlig macht sie auch für gewisse Dinge. Achtet einfach darauf, dass ihr nicht in irgendwelchen Ruinen schlaft, sondern in Lagern oder Tavernen. Und übertreibt es nicht mit magischen Tränken. Okay. Was passiert, wenn ich unvorsichtig bin? Wie wirkt sich das Fieber auf mich aus? Unterschiedlich, je nachdem wie schlimm es ist. Erst nur gelegentliche Kopfschmerzen, wie ihr sie vorhin schon hattet, dann verschwommene Sicht und irgendwann akutes Sterben. Autsch, das Fieber kann mich töten. Ja, alles hat seinen Preis, wie der weise Eremit so schön sagt. Und wie kann ich mein Fieber behandeln? Kribberwurzextrakt? Was? Nein, das nützt euch auf Dauer gar nichts. Ihr braucht Ambrosia. Das ist die einzige Kräutermischung, die dem Fieber ohne große Nebenwirkungen beikommen kann. Die findet ihr auch in jedem besseren Alchemieladen. Allerdings kostet sie auch ordentlich was. Mhm. Und was hat es mit diesen Visionen auf sich? Visionen? So würde ich es zumindest nennen. Ich habe Vorahnungen von dem, was passiert. Hängt das auch mit dem Arkanistenfieber zusammen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Die einzigen mir bekannten Visionen hängen in der Regel mit einer guten Pfeife Friedenskraut zusammen. Wisst ihr was? Ich mache euch einen Vorschlag. Jemand muss sich eures Fiebers annehmen und das schnell. Und ich kenne jemanden. Was? Aber im Gegenzug möchte ich alles wissen. Wie kommt ihr hierher? Was hattet ihr in diesem Tempel zu suchen? Und was habt ihr in diesen Visionen gesehen? Ich kann es nicht beschreiben, aber irgendwie umgibt euch etwas Seltsames. Und das macht mich neugierig. Also, Heilung gegen Informationen. Was sagt ihr? Heilung gegen Informationen, einverstanden. Jesper die Geschichte erzählen. Dann erzählt mal. Ich bin gespannt. Also, das Ganze ging auf einem Schiff los und dann wurden wir... Ja, und dann wurde ich halt angespült und dann war ich da. Verstehe. Mein Beileid für euren Verlust. Das heißt, ihr habt irgendwie diese Hinrichtung überlebt und bevor ihr am Strand angespült worden seid, hattet ihr einen, was? Einen Traum, in dem ihr lauter verbrannte Körper und ein grelles Licht gesehen habt? Ich wollte eigentlich sagen, und so bin ich hier. Aber Terra kann natürlich nicht so weit denken, weißt du, er fängt beim Schiff an und dann, als das Bild wieder kam, müsste ich eigentlich sagen, hier, ja, jetzt bin ich hier. Nee, was sag ich, dann wurde ich angespült, das war mittendrin in der Geschichte, verdammt. Ja, aber es war kein gewöhnlicher Traum, mehr eine Erinnerung. Dieser Tempel war genau derselbe wie der im Tal, versteht ihr? Ich hoffe es. Und dann kam euer Magieausbruch auch nicht schleichend, sondern urplötzlich nach dieser Nahtoderfahrung, mitsamt den Visionen. Ja, richtig. Interessant. Ihr wisst vermutlich, wie verrückt eure Geschichte klingt, aber irgendwie glaube ich euch. Weiß der Henker warum, aber ich tue es. Mensch! Das heißt, ich werde euch meinem Auftraggeber vorstellen. Wenn euch jemand helfen kann, dann er. Allerdings gibt es da noch etwas, bei dem ihr mir unter die Arme greifen könntet. Je schneller wir das erledigt haben, desto schneller sind wir dann auch in Ark. Was genau ist Ark? Ark? Die Hauptstadt des Landes. Aha. Die Mauern turmhoch aus silbernem Stein, so ruhet sie thronend im Felsen allein. Niemals vergehend, auf ewig bestehend, bewacht von dem Herren, bla 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 und so weiter und so fort. Wenn ihr plant, in diesem Land zu bleiben, werdet ihr sie über kurz oder lang mit eigenen Augen sehen. Bams, jetzt haben wir schon 4 Punkte. Und wenn ich euch nicht helfen will? Nun, das liegt bei euch. Meine Neugier ist gesättigt. Aber ohne mich als Begleitung wird man euch nicht in den Sonnentempel lassen. Und dort müssen wir hin, wenn ihr das Fieber loswerden wollt. Eure Entscheidung. Wer ist denn dieser Arbeitgeber? Ihr seid neugierig. Das mag ich. Na schön, ich arbeite für den Heiligen Orden. Der Heilige Orden? Ihr meint die Leibgarde der Götter? Ja, aber wie ihr vielleicht wisst, ist das hier das Reich von Malphas, dem Götterwächter. Und der Orden regiert es sozusagen für ihn. Okay. Der Orden ist die einzige Gesetzesinstanz und das spirituelle Zentrum. Aber glaubt mir, ihr werdet schon noch früh genug in Kontakt mit ihm kommen.
Mhm. Na schön, ich helfe euch. Je schneller ich dieses Fieber los bin, desto besser. Wunderbar. Ein paar Dinge muss ich euch aber noch erklären, bevor wir loslegen. Also, wo fange ich an? Dass vor 2,5 Jahren auf der Welt das Chaos ausgebrochen ist, wisst ihr ja sicherlich bereits. Und obwohl auf Enderal, anders als auf den anderen Kontinenten, kein direkter Krieg herrscht, passieren trotzdem eine Menge seltsamer Dinge. Zum Beispiel die Vatyren. In letzter Zeit wurden immer mehr Wanderer auf offener Straße von ihnen angefallen. Einfach so. Und auch die Verlorenen, die lebenden Toten. Waren die früher noch ein seltenes Phänomen, steht heute jeder 5. nicht ordnungsgemäß verbrannte Körper von selbst wieder auf. Ihr könnt euch denken, wie es in der Nähe von alten Grüften jetzt aussieht. Lebende Skelette? Das Bizarrste aber ist der rote Wahnsinn. Meint ihr, dieses Chaos könnte mit den Gerüchten über den Tod der Lichtgeborenen zusammenhängen? Auf Nerim erzählt sich jeder davon. Moment, bevor ich das jetzt kurz weitermache, weswegen ich gerade so fast den Berg runtergefallen bin, liegt einfach daran, ich bin das gewöhnt, auf C zu drücken, dass man sich duckt, ne, für Crouch. Allerdings ist C hier einfach mal stuhlstracks geradeaus zu laufen, ohne dass ich W drücke, und er läuft dann immer weiter. So, und hier ist natürlich ducken die STRG-Taste, aber wenn man C drückt, dann läuft er einfach, und ich konnte es gerade so noch davon abhalten, dass er da runterläuft. Dann wäre ich nämlich ein wenig, tot gewesen. Oder auch nicht. Vielleicht auch nur schwer verletzt. Na gut, machen wir mal weiter. Ja, die Gerüchte. Ich habe sie auch gehört. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie wahr sind und dass hier ein Zusammenhang besteht. Dann meint ihr tatsächlich, dass jemand die Lichtgeborenen getötet hat? Wie gesagt, ich könnte es mir vorstellen. Meiner Meinung nach waren die Lichtgeborenen ohnehin nie mehr als Scheingötter. Stirnrunzel? Wie denkt das enderellische Volk darüber? Das überlässt das Denken generell dem Orden. Und der dementiert die Gerüchte natürlich. Allein darüber zu sprechen steht unter Strafe. Oh. Aber vielleicht ist das auch vorerst besser. Eine spirituelle Krise ist das Letzte, was dieses Land jetzt noch braucht. Und ich dachte immer, die Enderäler sind das frommste Volk der zivilisierten Welt. Bitte, nehmt mich nicht als Beispiel. Ich habe gesehen, dass ein langes Leben nur eines der Dinge ist, die durch mächtige Magie erreicht werden können. Und allzu neu ist die These nun auch nicht. Wer halbwegs herumgekommen ist, kommt eigentlich gar nicht daran vorbei. Mhm. Und ganz im Ernst. Wären die Lichtgeborenen tatsächlich so allgegenwärtig und allmächtig, wie sie behaupten, hätten sie dann nicht auch die Macht, mich hier und jetzt mit einem Blitz zu zerschmettern? Die Lichtgeborenen waren bessere Könige, nicht mehr und nicht weniger. Aber das ist meine Meinung. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht eure Gefühle verletzt. Fernab davon, keine Bange. Moment, ich warte noch auf den Blitz. Sagen wir einfach, ihr habt eure Meinung und ich habe meine. Moment, ich warte noch auf den Blitz. Ihr gefällt mir. Aber wir schweifen vom Thema ab. Stimmt, ihr hattet etwas von einem roten Wahnsinn erzählt. Ja, es ist eine Art Geisteskrankheit, die Menschen den Verstand verlieren lässt. In Ark gab es beispielsweise erst kürzlich einen Fall, bei dem ein Schmied seine gesamte Familie erschlagen hat. Er war betrunken, aber das erklärt nicht, dass er dabei wirres Zeug wie »fürchtet das Licht« geschrien hat. Oder eine junge Frau erhabenen Pfades, die das Anwesen ihrer Familie in Brand gesteckt hat und dabei selbst ums Leben gekommen ist. So etwas kommt vor, mögt ihr nun sagen. Aber es sind mittlerweile mehr als 2 Dutzend derartiger Vorfälle. Im Volksmund spricht man mittlerweile von dem roten Wahnsinn, weil die Augen der Befallenen kurz vor und nach ihrer Wahnsinnstat rötlich glühen. Andere nennen es die Besessenheit. Okay. Tja, und vor 3 Tagen ist es wieder geschehen. Nur dass es diesmal ein Magister des Heiligen Ordens war. Ein Magister? Ein Lehrer an der Klosterschule des Ordens, der Scuola. Jero war sein Name. Ein Mann mit gut 60 Wintern auf dem Buckel. Wow. Was hat er getan? Er nahm sich und 15 jungen Novizen das Leben. Laut dem einzigen Überlebenden betrat er wie gewohnt den Lehrsaal, um seine Vorlesung über die Alchemie zu halten. Dann hielt er eine sehr wirre Rede, in der er erklärte, dass die Menschheit verdorben sei, leer. Kurz darauf folgten die glühenden Augen, er verriegelte die Tür und... Nun ja,
riss sich selbst mit einer magischen Explosion entzwei. Ihr könnt euch denken, welche Wogen das in Schwung gebracht hat. Das ist schrecklich. Und unnötig. Vollkommen unnötig. Was ist nun eure Rolle in all dem? Ihr sagtet, ihr arbeitet für den Orden, aber ich vermute, ihr seid kein Mönch? Ich habe es nicht so mit Gelübden und Askese. Also nein, ich bin kein Hüter. Mich hat man gerufen, weil ich helfen soll zu verstehen. Wisst ihr, meine Spezialität ist es, verloren gegangene Dinge wiederzufinden. Schätze, Folianten, Erinnerungen, dergleichen. Der Orden will wissen, wie es möglich ist, dass ein hochintelligenter, selbstreflektierter Mann wie Jero dem Wahnsinn verfallen konnte. Und dementsprechend, nach welchem Muster der rote Wahnsinn überhaupt seine Opfer befällt. Wenn es denn ein Muster gibt. Ja, in anderen Worten, ihr sucht nach seinen Beweggründen. Wie könnte ich euch da helfen? Ich weiß überhaupt nichts über diesen Mann. Ja, aber das ist unwichtig. Jero stammte nämlich aus Flussheim, einem kleinen Dorf unweit von hier. Nach dem Tod seiner Frau besuchte er diese Gegend sehr oft. Und ich hoffe, hier ein paar Splitter seiner Vergangenheit zu finden. Ich habe schon einen Großteil der Umgebung abgesucht, aber ein zweites Paar Augen würde bei der Suche sicher sehr helfen. Was meint ihr? Ja, klingt zumindest nach einem Plan. Wo soll ich anfangen? Also, zum einen solltet ihr nach Flussheim reisen. Jero hatte dort einen Jugendfreund namens Alfred. Sprecht mit ihm und seht, ob ihr etwas in Erfahrung bringen könnt. Und zweitens hat mir ein Bursche aus dem Dorf erzählt, er habe Jero dabei beobachtet, wie er kurz vor der Tat etwas an einer Klippe im Osten ins Wasser geworfen hat. Geht dorthin und seht, ob ihr es finden könnt. Ich selbst werde mir das Haus, in dem er aufwuchs, ansehen. Hier habt ihr eine Karte der Region. Das hier ist Jeros Haus. Trefft mich einfach dort, wenn ihr fertig seid. Ach, und auch wenn das jetzt etwas grausam klingt, vielleicht solltet ihr euch das Lager der beiden Apothekarii nochmal ansehen. Vielleicht haben die Banditen ja irgendetwas zurückgelassen. Und nun würde ich sagen, auf eine gute Zusammenarbeit. Auf eine gute Zusammenarbeit, danke. Ist ein Questziel mit einem Sternchen markiert, so ist dieser ein Indikator für diesen Schwierigkeit, für dessen Schwierigkeit und dementsprechend die Stufe, mit der ihr diese Mission beschreiten solltet. Ein Sternchen sehr leicht, zwei Sternchen leicht, drei Sternchen mittel und vier Sterne schwer. So! Mit Jesper reden haben wir beendet. Die Schatulle, die Jero in der Nähe seines Hauses ins Meer geworfen hat, finden. Ja, damit haben wir das jetzt auch. Was ist denn da im Rucksack? Ne, den nehme ich nicht mit. Was ist das da? Der Schlechter von Ark, Buch 1, Folge dem Feuer. Ich nehme das mal mit. Weit gestartet, der Schlechter von Ark. Alle Bände des Schlechter von Arks lesen. Ach du meine Güte. Da haben wir uns aber dann auch eine Ewigkeitsaufgabe vorgenommen. Und vor allen Dingen müssen wir da wirklich mal uns Zeit nehmen und die Bücher dann auch lesen. Und was vor allen Dingen noch gelesen werden muss, ist tatsächlich das hier. War ich da? Ja, das habe ich schon gelesen. Ich habe den verfallenen Tempel hinter mir gelassen. Genau, das habe ich alles geschafft. Und jetzt sind wir hier angekommen. Aber das werde ich beim nächsten Mal dann vorlesen. Ich will nur mal eins kurz noch loswerden. Und zwar, ihr hört ja diese Vogelgesang. Also den Vogelgesang hört man ja. Dieses Grillenzirpen, das habe ich schon immer eigentlich gehabt. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich bei dem letzten Spielstand, den wir hatten, dass da auch Vogelgesang zwischen war. Ich kann mich echt nicht dran erinnern oder ich täusche mich einfach nur. Es kann natürlich auch sein, dass das ein Bug war, den sie jetzt endlich behoben haben. Oh, Stechpalme. Nehme ich natürlich mit. Die werde ich auch gleich mal essen. Stechpalme, Silberling. Da, Stechpalmbeere. Feuerwiderstand entdeckt. So leuchtet man. Jetzt eine gute Pfeife. Genau, rauche mal ein bisschen. Das tut dir echt gut. Ist vor allen Dingen gut für die Gesundheit. Nee. So, ich würde sagen, jetzt geht die Musik hier los. Das ist jetzt ein bisschen laut. Ich werde mich mal kurz in diese Richtung hier ein bisschen bewegen.
Und ich nehme natürlich auch den Fleckenpilz. Und hier die Drachenfrucht. Habe ich hier noch irgendwas? Nee. Ich stelle mich jetzt extra hier hin. Ach, weißt du was? Ich mache das ein bisschen anders. Alte Dammwarte entdeckt. Ach, weißt du was? Ich stelle mich jetzt hier hin und gucke so ein bisschen in diese Richtung. Ich werde jetzt nämlich ein Aufnahmepäuschen machen an dieser Stelle hier. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt länger aufgenommen, als ich eigentlich gedacht hätte am Anfang. Aber es macht wieder sehr, sehr viel Spaß. Oh, guck mal da, da ist ein Grafikfehler. Normalerweise müsste doch das Wasser da so laufen wie hier. Das läuft tatsächlich nicht ganz runter an der Stelle. Sympathisch, wie ich schon sagte. Nee, ganz im Ernst, mir macht es sehr viel Spaß. Ich hoffe, euch gefällt es auch so wie mir hier in der zweiten Staffel. Und, warte mal, ich will mich nochmal richtig hindrehen. So, jetzt haben wir hier ein richtig schönes Bild. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt für diese heutige Aufnahme. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Kommentarchen vor allem, wenn ihr irgendwas da lassen würdet. Weil ich habe nämlich gelesen bei den letzten Folgen, dass ihr es traurig fandet, dass halt der Speicherstand weg war. Und das war auch ein Grund, warum ich wieder angefangen habe, weil sich das auch gewünscht wurde, dass wir wieder Enderal spielen werden. Und ich bin mal gespannt, wo uns die Reise dieses Mal hinführen wird, ob wir es dieses Mal durchspielen werden. Ich gehe mal ganz stark davon aus. Wir werden das jetzt an einem Strang ziehen. Mein Gott, jetzt rede ich wieder schneller, als ich denken kann. Das ist furchtbar. Da kommt das Gehirn gar nicht hinterher. Naja, jedenfalls in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hier bei der nächsten Aufnahmesession wieder. Macht es gut, bis dahin. Bye bye und tschüss.